Wissen Sie, was ein wirklich wichtiger Termin war? Die Qualitätskontrolle heute Morgen. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, Herr Wesselmeier, Ich sag Ihnen mal jetzt etwas ganz ehrlich. Am Ende, da sagt niemand, ach, der Herr Ahrens, der wusste nicht, was eine Präsenzlücke ist. Am Ende sagen alle, der Wesselmeier, der hat seine Filiale hier nicht unter Kontrolle. Wissen Sie, wie lange ich hier schon in diesem Unternehmen bin? Keine Ahnung. Vielleicht so 25 Jahre? Ich bin seit 22 Jahren hier. Und ich habe bis heute noch niemand rauswerfen müssen. Tut mir leid, Herr Wesselmeier. Ich werde es auf. Wenn ich morgen mit Frau Ostermann zu der Nachbesprechung fahre, dann muss ich doch retten, was noch zu retten ist. Und die Frage, die bleibt doch jetzt. Ob du mir dabei helfen willst? Ja, natürlich. Klar, Herr Wesselmeier. Und soll ich dann im Anzug kommen, oder? Nein. Um Gottes Willen. Hier, unser Firmenwagen. Die A-Klasse. Den bräuchte ich bis morgen früh in ein schönes Silber Metallic umlackiert. Der ist ja nun schon seit 2 Jahren überfällig und so kann ich da unmöglich morgen auftauchen. Und für 500 Euro kriegst du das doch hin, oder? Concentration is important. Well, obviously, because we obviously have to watch out for irregularities, making sure it doesn't enter. That requires concentration. They glow all night, they're there all night. They scout us, they're watching us and all the things that we're doing. I feel that they're like astronauts, you know? Even there for me, they guard me. It is very old. And the path is completely dark. My walkie-talkie. A friend. We immerse into darkness and save ourselves. We have to run for our lives, don't we? Wir haben da zum Beispiel im Endeffekt die Labyrinthfische, die können direkte atmosphärische Luft atmen. Und wenn man ansonsten sagen würde, blöde Fische, könnte man sagen, den blinden Höhlensalmler, weil der hat gar keine Augen. Aber der merkt sich... Nur weil man blind ist, ist man ja nicht blöd. Genau. Der merkt sich nämlich im Endeffekt, wie es im Becken ausschaut. Ich kann ihn ärgern, indem ich dieses Becken umstelle, dann schwimmt er mal gegen die eine oder andere Dekoration. Aber einen Tag später hat er es dann wieder drauf, also blöd würde ich das nicht bezeichnen. Du, hier, ich hier, wir hier und... Wir machen gerade zusammen Zeit. Unsere Zeit. Ja, sozusagen, weil vielleicht auch überhaupt das Wort Zeit, also... Ja. Und man könnte auch halbe Milchschokolade mit Salz machen. Ja, wir können halt auch selber zaubern. Wieso waren eigentlich neulich die Fische da tot? Da waren 3 Fische da oben, von den Schwarzen, die haben da geschwommen und die waren irgendwie oben. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil denen geht's eigentlich recht gut. Setz dich jetzt an den Scheißtisch. Ich möchte mit dir was besprechen und ich möchte jetzt nicht irgendwie, wir sind 2,5 Bist du fertig? Kannst du mich
mich mal am Arsch leckt. Vielleicht hättest dann du mal fertig. Was kochen können. Du magst ja nicht mal mit Kotze, du. Und nicht mal ein Gericht hast du hingekriegt. Du bist so ein blödes Arschloch. Ich bin ein blödes Arschloch, ja. Also, aber. Weißt du eigentlich, was letzte Woche war? Letzte Woche. Nee. Nee? Weißt du nicht? Du weißt nicht, was letzte Woche war. Hm? Nein. Der Geburtstag war. Von deiner Tochter. Hab ich vergessen. Ich war arbeiten. Ist ja wichtig, ne? Wie heißt ist ja das? Wichtig. Ist ja sehr wichtig. Nein, die Mama ist arbeiten. Oh. Du bist so ein dummes Stück, so eine... My poor car is suffering because you went and had sex with Tony Taylor. I mean, he symbolizes everything in the world that's wrong. And you went and had sex with him, Tony Taylor. It was one night of wild, meaningless passion and nothing more. A one night of meaningless passion. I mean, you said it was boring. How can I ever believe anything you say again? It was during our temporary separation. You know the one you insisted upon? Funny, it was years ago. I said this was going to happen today. Funny? You shouldn't have left me. Yeah. I needed a signal to call for help. Feel that. Can you feel it? Oh. It's moving. I can't believe this. Let's see. Oh. It kicked me. Oh, it's moving again. After dark. You see all kinds of girls, you know, gorgeous girls, you know, in their high heels. They all stand there, you know. But today, as he made up his mind to find a girl, there were no girls. No, there were no girls at the roadside. So he said to himself, well, they must have all gone to some kind of meeting or something. Yeah, because once he had a girl. Because once he had a girl, he had all these visions of what the world may look like. You know, once he had a girl, he had this, I mean, he wouldn't allow the winter to stay until May. No. It was timely interventions and timely seasons. I mean, that's what the world really needed. So. And then, you know, he felt like he felt when he had killed, like, thousands of angels. He was very lonely. So he sighs, and then, you know, he thinks, oh, you know, he thinks to himself, oh, I need a pair of dark glasses, you know. I mean, what the fuck do dark glasses have to do with anything? Where he cannot concentrate, you know? I mean, this anticipation is killing him. He's waiting and waiting and waiting, and nothing. So, what he does, he starts drinking, you know. He
killing time, killing time, killing time. He gets sick. He even has to throw up. And you see, when the only car in the world, with the only woman in the world, you know, drives by, God is just busy throwing up. You know, since the sky is the limit, I'm building it up to the sky. And our house? Are you going to destroy it? Well, as long as you're not living in it, I'll keep building the ball. For us. HP and you and... And you're the reason I'm building it. I don't want to stay here forever. Look, I can build a house over there with the old things, you know, with the walls and over there and over there for JP and... Biggest house in gold. Hallo? Hallo. Ist hier keiner? Wer bist du? Und was willst du? Seid ihr der Burgherr? Sehe ich so aus? Dann will ich von dir gar nichts. Hol mir deinen Herrn. Und wenn sich mein Herr nicht für jeden dahergelaufenen Bettler herbemüht, dann wäre er ein rechter Dummkopf. Denn durch mich könnte er sein Glück machen. Und mein Herr ein Dummkopf? Ich habe nicht gesagt, er ist ein Dummkopf. Ich habe gesagt, er wäre ein Dummkopf. Er wäre ein Dummkopf heißt, dass er nur unter gewissen Umständen ein Dummkopf wäre. Nicht aber ein Dummkopf ist. Eben wäre und nicht ist. Hä? Ich habe das Gefühl, du bist der Dummkopf. Was gibt es? Ah, werter Herr, ich bin weit gereist, um zu euch zu kommen. Euer Ruf ist über Wälder und Felder zu mir geeilt. Und ich habe beschlossen, euer Glück vollkommen zu machen, Herr von... Wie heißt euer Herr nochmal? Fritz von Berlichingen. Na gut. Verschwinde und verkauf dein Kram im Dorf. Ich bin kein Händler. Ich bin Erfinder. Erfinden. Mhm. Kannst du Donnerkraut herstellen? Ja, sicher. Ich war in China und habe die Geheimnisse der größten Feuerwerke des Kaisers studiert. Ihr wollt ihn doch wohl nicht aufnehmen. Vielleicht ist der Mann geschickt worden, um euch das Geld abzuluxen und uns alle in der Nacht aufzuschlitzen. Wer?